So, ihr Lieben, ich werde jetzt mal ein etwas anders geartetes Video drehen. Wie ihr seht, ich sitze mal ausnahmsweise nicht, ich stehe. Ich hoffe, es kommt auch einigermaßen rüber, was ich euch zeigen will. Ich gebe aber auch ganz klar vorausweg, die Sachen, die ich jetzt zeigen möchte, basieren jetzt, sage ich mal, auf anderen amerikanischen Videos, die gezeigt wurden. Ich habe es selber noch nicht so wirklich 100% auf dem Stand probiert, aber eine Sache, die mich immer wieder... weil ich mich immer wieder gefragt habe, ist, wie es die professionellen Schützen schaffen, gerade im amerikanischen Umfeld IPSC, zu schießen, ohne dass die Mündung durch den Rückstoß so extrem nach oben geht. Ich habe da auch in einer Facebook-Gruppe, in der ich drin bin, habe ich da auch mal drüber gesprochen oder habe mal die Frage gestellt mit verschiedenen Videos, weil mich das jetzt einfach mal brennend interessiert hat. Und da wurde halt auch gesagt, es ist die Munition, es sind getunte und übermäßig gepimpte Waffen und so weiter. Das mag zwar bis zu einem gewissen Grad durchaus stimmen, aber ich glaube, es hat auch sehr, sehr viel mit Grifftechnik und Körperhaltung zu tun. Und deshalb will ich einfach mal versuchen, ob wir das vielleicht in einem kurzen Video irgendwie mal darstellen können. Und der eine oder andere kann es ja vielleicht mal ausprobieren, vielleicht hat er damit Erfolg. Ich werde es auf jeden Fall beim nächsten Mal auf dem Stand auch nochmal ausprobieren. Weil es gerade, sage ich mal jetzt, mal weg vom IPSC, ich sage mal, ich schieße primär eigentlich BDMP und DSB-lastige Disziplinen. Und gerade bei der Zeitserie im DSB zum Beispiel, wo man nur diese 20 Sekunden, nur in Anführungsstrichen, hat, um die 5 Schuss vernünftig zu platzieren, ist es halt schon recht wichtig, dass die Mündung und damit auch das Korn wieder schnell im Ziel drin ist. Deshalb suche ich halt immer wieder nach Methoden, wie man das halt ein bisschen besser auf die Reihe kriegt. So, ich mache das Ganze mit der 1911er. Gleich vorneweg. Ich habe eine sogenannte Pufferpatrone, damit ich den Schlagbolzen nicht beschädige, die ich einsetze. Damit ich halt auch den Abzug mal durchziehen kann. Und da kann also nichts passieren. Ansonsten, das Magazin ist, wie man sieht, ansonsten leer. Es befindet sich lediglich die Pufferpatrone in der Kammer, um wie gesagt den Schlagbolzen zu schützen. So, wie ich ja in meinem letzten Video gezeigt hatte, benutze ich ja eigentlich diesen Thumb-Forward-Griff. Das bedeutet, so hoch wie möglich in den Beaver-Tail rein, egal bei welcher Pistole eigentlich. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Also mal jetzt wirklich gucken, dass man richtig schön hoch reinkommt. Damit gewährt man auch, dass die Griffsicherung gerade bei der 1911 richtig gut gedrückt ist. Moment, muss ich mal in die richtige Richtung gehen. So, und dann mit der linken Hand, die unterstützende Hand, gehe ich hier rein, platziere die Daumen parallel zum Lauf. Und damit sieht man auch, dass die Zeigefinger wie auch die Daumen in eine Richtung zeigen. Aber immer schön hier aufpassen, dass man nicht an die scharfe Kante kommt und sich wehtut. Ja? So, jetzt wird halt gerne mal gesagt beim Isocles-Stand, dass man halt die Ellbogen komplett ausstrecken soll. Was hat das zur Folge? Wenn ich die Ellbogen tutto completo ausstrecke, dann bewegt sich, kann die Waffe eigentlich nur noch in eine Richtung gehen, nämlich hoch. So, die eigentliche Richtung, die aber gegangen werden soll, ist nach hinten, um somit das Flippen, will ich es mal nennen, der Mündung zu reduzieren. Deshalb einfach mal probieren, die Ellbogen zu beugen, aber nicht nach unten, weil man sonst wieder diese Bewegung kriegt, sondern oben zu beugen, dass also die Bewegung so abgefedert wird. Ja, dass es in eine Vorwärts-Rückwärts-Bewegung geht. So, und das bedeutet im Grunde genommen, vom Stand her, sollte es Pi mal Daumen so aussehen. Wie gesagt, ich habe selber noch nicht versucht. Ich denke mal, jeder muss für sich alleine rausfinden, wie stark er die Ellbogen beugt, wie weit er die Schulter nach vorne rollt, etc. Ich denke mal, für mich komfortabel ist eigentlich hier diese Haltung. Und dann bang. Ich gehe nochmal ein Stückchen weiter weg, dass man es vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Ja, wie gesagt, ich muss mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Das sind aber so Sachen, die kann man wunderbar im Trockentraining machen. Ja, dann auch nochmal von der Seite. Ich will aber auch nichts hören, falls es einer sieht, wegen meiner Plauze. Ja, das ist also im Großen und Ganzen so in etwa aussieht. Ja, leicht gebeugt, dass nach außen gerichtet die Ellbogen, dass diese Richtung gefedert werden kann.
ruhig mal die Schultern auch nach vorne gehen. Das ist alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Muss man ein bisschen mitspielen. Und auch, dass man es jetzt nochmal so sieht. Ja, man sieht, die Daumen zeigen virtuell zum Ziel. Und dann bang. Also, Sinn macht es auf jeden Fall. Also es klingt vor allem auch plausibel. Und probiert es einfach mal aus. Und schreibt mir mal, wie ihr damit, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Ich werde es genauso tun. Ich werde auch, wie gesagt, am Freitag bin ich wieder auf dem Stand. Da werde ich es mal ausprobieren. Und dann kann man ja vielleicht mal sehen. Vielleicht können wir in irgendeiner Form zusammenarbeiten, wie man vernünftig sich hinstellt, die Waffe hält, Entschuldigung, und verhindert, dass die Mündung so extrem hochtritt. Ich denke mal, das interessiert jeden, weil es verbessert letzten Endes auch die Ergebnisse. Also, ich freue mich auf eure Beiträge. In diesem Sinn, bis denn. Ciao.